Immer mehr Touristen aus aller Welt reisen mit einem Koffer voller Fragen in die Landeshauptstadt. Kultur, Tradition, Geschichte. München ist in. Doch nicht nur die Wiesen und das Hofbräuhaus sind bei unseren Gästen gefragt, sondern auch das Rathaus. Eine Besichtigung des Labyrinths aus Treppen und Sitzungssälen ist jedoch wie ein Sprung ins kalte Wasser. Das soll sich in Zukunft ändern. Also das Ganze war jetzt eine Idee von unserer Fraktion, so ganz offiziell Rathausführungen anzubieten. Einfach Leuten, die auch unorganisiert nach München kommen, also Einzelreisenden, die halt dann auch hier ein Angebot vorfinden und gegen Bezahlung eine Rathausführung machen können. Münchens Zentrum der Macht ist gar nicht so alt, wie es aussieht. 1905 wurde es fertiggestellt und gehört zu den meist fotografierten Gebäuden der Welt. Täglich füllt sich der Marienplatz pünktlich zum Start des Glockenspiels im Rathausturm. Aber auch entlang der Hauptfassade gibt es einiges zu entdecken. Neben unzähligen Verzierungen erinnert am Eck zur Weinstraße, dem Wurmeck, ein mächtiger Drache an die Bedrohung durch die Pest. Aber auch das Innenleben wird für die Besucher immer interessanter. Wir erleben auch zunehmend, dass die Leute ins Rathaus reingehen und schauen, da kommen viele, denen ist von Anfang an erstmal gar nicht bewusst, um welches Gebäude es sich handelt. Aber die arbeiten sich dann da so langsam vor, kommen die Treppe vom Brunkhof hoch im ersten Stock, schauen dann so auf die Bleiverglasungen, manche wagen sich auch noch in den zweiten Stock hoch. Über 600 Bedienstete der Stadt arbeiten in den 400 Zimmern. Ein ganz besonderes ist das Hauberisser Zimmer. Es ist eines der wenigen noch original erhaltenen Amtszimmer samt Mobiliar. Ob Touristen in Zukunft von hier aus einen Blick vom Rathausbalkon werfen dürfen, ist fraglich. Es gibt nämlich nur einen Schlüssel und den hat der Oberbürgermeister. Ein weiterer Blickfang ist die juristische Bibliothek. Der Lesesaal ist reich verziert, Wendeltreppen und Regale reichen über 3 Etagen. Ein absolutes Highlight für Besucher, da sind sich alle Parteien einig. Bei der Finanzierung der Führungen noch nicht. Die SPD plant kostendeckend, die CSU sieht das anders. Also die Preise sind zumindest unter der Woche kostendeckend. 10 Euro für die normale Karte, 8 Euro ermäßigt. Aber gerade am Wochenende werden wir drauflegen müssen. Und die Planungen schauen so aus, dass wir etwa 5.000 Euro im Jahr als Stadt drauflegen. Wir werden das alles sehen nach einer Testphase, die jetzt bis 2015 laufen soll, wie es wirklich ausschaut und dann entscheiden, wie es weitergeht. Die Aussicht für Touristen wird immer besser. Ab Oktober sollen die Führungen durchs Rathaus starten. Der Koffer voller Fragen wird dann gegen schöne Erinnerungsfotos getauscht.